Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und Normalen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir die Kuppel angefangen zu planen. Ich habe die, glaube ich, nochmal ein bisschen überarbeitet gehabt, aber so im Großen und Ganzen geht das so schon mal in die richtige Richtung und ich würde sagen, ihr bleibt einfach mal dran. Wir müssen jetzt diesen Stein, also das habe ich jetzt hier so gemacht, genau. Doppelseitig, das heißt, hier geht der auch nochmal hoch. Und, genau, ist so complete. Bin ich da noch nicht ganz sicher, ob ich den hier auch so im Doppel lasse. So. Ich hatte mir halt überlegt, sonst wird der vielleicht zu. Deswegen mache ich das jetzt, sonst wird der zu hoch. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch einen Tücken tiefer. Da habe ich nämlich noch einen drauf gesetzt, aber ich glaube, den packe ich nämlich auch weg. Wir machen den mal ruhig nur so. Einfach mal. Jetzt kommen wir schon der hier. Das hier ist nämlich auch schon wieder anders. Genau, hier habe ich mir schon einen Fehler gemacht. Weg damit! So. Dann hat das ein bisschen Sinn zumindest. Glaube ich richtig, genau. So, so und so. Right. Genau, dann müssen wir das drüben noch mal kurz abändern. So, noch einen hoch, so. Das sieht man das, glaube ich, am besten. Ich weiß nicht, was der hier so richtig ist. Ja, der geht da hoch, dann kommt der hier rüber. So. Noch ein. So sollte es eigentlich. Das hier sieht irgendwie komisch aus. Sie sind auf der Höhe 2 und 2. Ja. Der muss hier noch nach vorne. So. Genau, so, da haben wir das Thema nämlich schon mal. Kann man es denn schon so grob erkennen, dass es auch eine Kuppel wird? Ja, ich denke schon, ne? Ich muss mal ganz kurz wieder aufwärmen gehen. Die Frage ist, wie sieht es von unten nachher aus, ne? Das ist ja wieder das andere Thema. Ich will das auch noch ein bisschen farblich dann machen, aber erstmal brauche ich die Form von dem ganzen Ding, sonst wird das auch nichts. Das ist immer so. Durch den kritischen Teil eigentlich erst die Ecken. 1, 2. Ich
So. Alle. Meine Frage ist hier, ob ich nicht hier jetzt auch noch mal zu Weihnachten gehe. So. Ist hier noch mal kurz weg. Da zwei nach hinten. Den nach hinten, genau. So. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, dass ich hier zwei, da zwei, der zu viel, da ein. Sieht relativ ähnlich aus, ne? Jo. Müssen ja auch irgendwann mal schmaler werden. Fragen über Fragen. Ja, doch, ich muss jetzt hier so den machen. Könnte passen. Sieht doch so halbwegs aus wie eine Kuppel. Ups, jetzt bin ich hier voll reingerutscht. So. Ja doch, ich denke, das ist okay. Dann können wir die jetzt gleich noch mal ein bisschen schick machen. Farblich gesehen. Mit dem Blauen habe ich das mir überlegt. Und dann kopieren wir die einfach auf die andere Seite und finito. Und dann können wir das hier nämlich drin ein bisschen angleichen. Ich weiß zwar noch nicht genau wie. Aber auf jeden Fall das ganze Blau hier drin muss weg. Das ist zu viel. Zu viel des Guten. Fragen wir, dass jetzt hier halt farblich ein bisschen unterscheiden können. Ich die jetzt mal hier blau machen sollte. Nur mal so als Beispiel. Ja schon ein bisschen reichen. Das ist dieser hier. Theoretisch müsste der auch. Den hier setzen, den da setzen. Erstmal nur so Gehversuche. Ja, wirkt auf jeden Fall schon mal schöner. Jetzt will ich hier in der Mitte noch mal einen rausziehen. Also den hier.
ist einer falsch. Warum? Das läuft irgendwie alles nicht so ganz, wie es soll. Muss ich gleich nochmal genau gucken. Nachdem es nicht mehr so kalt ist. Ja. Aber das ist halt so komplett nur weiß, ist langweilig. Und ich glaube, das siehst du von unten dann einfach überhaupt nicht mehr. Deswegen muss ein bisschen Farbe rein. Das ganze Thema. Es ist nur mal doof, dass wir halt warten müssen. Nicht die Ecke, die es sein soll. Shit. Fast schon gedacht. Das ist der nämlich. Genau, also das hier ist jetzt der Mittelreigen hier. Gehen wir einfach mal mit. Jetzt hier kurz ein bisschen probieren. Aber gut. Ich jetzt hier mal so seitlich lang gehen lasse. Ich glaube, ich finde das ganz gut so. Hier quasi nur so. Rein theoretisch. Okay, dann müssen wir das Ganze nochmal hier umsetzen. Warum habe ich hier nur zwei? So. Und er ist auch schon wieder am Frieren. Dann können wir das aber gleich schon mal kopieren. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Blueprint am Start haben. Eine kleine könnte reichen, bin ich mir aber nicht sicher. Deswegen nehmen wir uns aber eine mittlere. So. Ich wäre es natürlich schlau, wenn wir die Decke auch direkt schon mal von innen auskleiden, oder? Und generell, was mache ich denn hier? Fällt mir gerade mal so ein. Das gehört auch dazu. Und die Mitte kann ich jetzt noch nicht auskleiden, weil
Ja, ich noch gar nicht weiß, wie ich das innen designen möchte. So, dann gucken wir mal schnell. Hier die auf den Punkt genau hingehen. So. Links und rechts ein bisschen weg. So. Sieht ähnlich aus alles, ne? Ja. Nicht so sicher, aber ich glaube, die kommt hierher. Nee, doch nicht. Die kommt erstmal weg. Das war, glaube ich, der erste Versuch. Dann kommt die dahin. Dann sollte es doch hier auch genau abschließen, ne? Jawohl, ja. No thanks. Bauwerk. Wollen Sie nicht so viel berücksichtigen. So, dazu. Und hier noch die Reihe. Warum denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich gar keinen Zugang mehr, ne? Gut, jetzt habe ich Trottel natürlich den hier noch mitlaufen lassen. Aber das ist nicht so schlimm. Sollte passen. Mist, verdammt. Komm ich jetzt da rein? Nur von unten. Da ist noch eine Lücke. So, die letzte. So, steht. Okay, so, jetzt sind wir natürlich... Hier kann man auch... Der, das sieht auch gut in Ordnung aus, so finde ich. Mal so am Rand. Nur wieder hochwursteln hier. Ich denke, es ist alles geschlossen. So, und wie sieht es jetzt aus? Ja, aus einer anderen Perspektive mal gucken. Ja, hat was von der Kuppel auf alle Fälle. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal einen rausnehme und ersetze. So. Zu weit.
mal kurz zu unterteilen. Okidoki. Ja, siehst du von unten eh nicht. Es fehlt nur der Innenausbau. Der wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen weißlicher werden. Ich habe hier noch ein paar schöne Dinge am Start. Aber machen wir nächste Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.